Kurz vorab nochmal, Shadowplay hat während dieser Aufnahme ein paar Probleme gemacht. Und zwar ist der Ton jetzt um eine Millisekunde doppelt. Also da ist so ein ganz kleines Echo drauf. Das klingt dann so ein bisschen wie ein Roboter. Ich habe gemacht und gemerkt und probiert, aber ich bekomme das leider nicht raus. Demzufolge müssen wir halt damit leben. Tut mir leid, Entschuldigung an der Stelle nochmal, aber ich kann es leider nicht ändern. Warum geht nicht einer der Bauarbeiter rüber? Das ist doch... Komm, Arbeitsteilung. Ja, ducken können sie, aber mehr auch nicht. Na gut. Mal sehen, wir haben den einen links als Arbeitslosen, dann hier noch einen und da noch einen und da noch zwei und ja, dann noch drei. Wie viele sind das jetzt? Ich weiß es nicht. Locker 10. Also 10 Bögen brauchen wir. Sensen dürften wir auch gar keine mehr haben, ne? Oder? Nee, das ist der hier. Nö, Sensenmänner haben wir keine weiter. Das ist ärgerlich. Das ist ganz, ganz ärgerlich. Vielleicht sollten wir die Statue bezahlen, immer wenn Blutmond ist. Vielleicht macht das irgendwas. Vielleicht ist dann kein Blutmond, aber... Ich frage mich immer noch, was sie macht. Ihr könnt das ja mal, wenn ihr so ein bisschen Wissen habt, in die Kommentare schreiben. So, ja, mit der Statue, wenn du die bezahlst, könnte es sein, dass da irgendwas passiert. Aber ich will jetzt nicht so genau die detaillierten Informationen über das Spiel... Ich will einfach nur wissen, bringt das was mit der Statue, wenn man die bezahlt oder nicht? Okay, vielleicht hätte ich das in der Folge fragen sollen, in der wir das, naja, bezahlt haben. was macht der denn? Hi, wie geht's denn? Klar, lauf doch nochmal gemütlich dahin. Wie doof seid ihr denn? Ey, bitte. Wow, toll. Ganz toll. Okay, wir werden verrecken. Ich werde den Frühling nicht sehen. Höchstwahrscheinlich. Ja, bitte, schön für dich. Okay, wir bauen einfach jetzt hier so einen. Und einen Bogenschützen. Und eigentlich müssen wir die Leute hier auch noch bezahlen. Aber von was? Warte mal, und der Farmer... Ja, der macht sich auf den Weg hierhin. Sehr gut. Oder der guckt so, ach nur, das war das Falsche, ich gehe doch nochmal dahinter. Dauert halt einen Tag länger. Naja, ist ja okay. Nein, er arbeitet tatsächlich. Sehr schön. Na gut, er steht herum. Ist schon interessant, das Leben eines Farmers. Was haben die auf der anderen Seite für eine Zerstörung angerichtet? Ich glaube gar keine, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Das Katapult steht noch. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es kaputt gegangen, ne? Ja. Ah, und wieder 6 Gold. Wir müssen irgendeinen Weg finden, gut Geld zu verdienen. Und dann alles ausbauen. Dann dürften wir das schaffen. Hier, die hauen nämlich schon alle wieder ab. Ich meine, gut, wir haben noch genug Leute, aber neue zu rekrutieren von da ganz weit da hinten, das ist zu schwierig. Wir brauchen jetzt einfach das Gold. Und dann brauchen die Leute ja noch Werkzeug. Oh, das ist teuer. Warum können wir die nicht versklaven? Hm? Da würden das schon mal ein Gold weniger pro Person kosten. Dann könnten die Monster halt dafür sorgen, dass die halt auch richtig versklavt werden. Also auch mit gewissen Bestrafungen, ja. Dann bräuchten wir uns darum nicht zu kümmern. Die Monster könnten irgendwelche Leute schlagen und dann sind wir alle zufrieden. Ist doch super, oder? Also ich finde, Kingdom sollte nochmal ein bisschen neu aufgebaut werden. So konzepttechnisch her. Ja... Hört mal auf wegzulaufen. Das ist keine gute Idee.
Hat er das Licht angemacht? Ja, ne? Nö, es geht von selber an. Na gut. Ist die Ruhe vor dem Sturm gerade? Wir haben so viele Arbeitslose hier und einfach kein Geld für Werkzeuge. Ah, das ist doof. Das ist echt doof. Die bleiben zum Glück hier, die beiden. Dann können wir die im Notfall später noch ein bisschen einkaufen, aber... So richtig was bringen tut's auch nicht. Und hier, das sind 8 Gold. Puh. 8 Gold. Dafür, dass sie dann da stehen bleiben und abgeschlachtet werden. Also, merke, die Farmen nie... Nie... ausbauen. Ansonsten ist es eine recht ruhige Nacht. Dann können wir ja schon mal um einen Vorschuss betteln. Wir brauchen einen Vorschuss, das ist ganz wichtig. Yay. Ah, und der hat auch wieder was für uns. Manchmal lässt er immer was springen. Warte, wir brauchen hier. So. Dann geht er hoffentlich auch zu der hier. Zu der... Keine Ahnung, wie heißt denn das? Zu der Farmstelle. Ich hoffe mal, dass die anderen beiden nicht allzu weit weg sind. Naja, es geht. Es geht noch. Hey! Was ist denn jetzt? So ein Geizhals. Mensch. Gut, dann haben wir die beiden schon mal wieder. Wir können auch wieder einigermaßen schnell laufen. Na doch, es geht. Okay. Dann machen wir uns neue Bogenschützen. Bauarbeiter dürften wir noch haben. Und der Farmer läuft leider in die falsche Richtung. Schade. Die vielen 2 Bogenschützen, die wir noch bauen können. Juhu. Wovon wir eigentlich die beiden Leute hier anheuern müssten, aber die bleiben ja eh hier und das ist eigentlich ganz praktisch. So, den sein Feld ist auch gleich wieder fertig. Sehr gut. Na komm, guck dich nochmal um und dann mach's alle. Na komm. Na komm, jetzt mach hin. Hier, ich ernte es sogar mit, komm. Ich ernte, na los. Na gut, da kommt wenigstens der Eselmann wieder. Aber ansonsten... Yay, okay, hat doch geklappt. Super. Dann gibt es jetzt noch mehr Bogenschützen. Und ganze 3 Stück. Okay, das heißt, man kriegt 6 Gold von so einem Feld. Ist okay. Vor allem dafür, dass wir das hier noch nicht ausgebaut haben. Und dafür, dass auf dem anderen Feld heute Nacht wieder jemand sterben wird. Ja. Wir dürfen ihn nicht ausbauen. Oder ich muss mal beobachten, ob der da auch stehen bleibt. Ein Bogenschütz. Hast du denn ein Tier erlegt? Nein, gar nicht. Das haben die irgendwie verlernt. Na, mal sehen. Der hier müsste stehen bleiben, der Sensenmann, gell? Ja. Der erfreut sich hier seines Lebens, seines sehr kurzen Lebens. Wenn hier gleich die Monstren kommen, na dann viel Spaß beim Sterben. Ich gucke mir das jetzt nicht nochmal an. Das ist doof. Aber gut, damit kommen wir auch klar. Und der hier? Genau. Der geht nämlich hier rein. Oder? Wo ist er? Ist der hier? Ich sehe den nicht. Hier im Stadtinneren steht er, neben dem Eseltypen. Genau so sollte es ja eigentlich auch sein. Aber nein, auf der anderen Seite. Oder ist er jetzt auch reingegangen? Hat er dazu gelernt? Nö, hier ist nur einer. Nö, der hat es bestimmt überlebt. Ja, da hockt einer. Ich weiß genau, wer da hockt. Oh, der war gut. Hab das super gemacht.
Sehr schön. Wow, guter Kampf. Und du hier, hau bloß ab. Hey, guck mal, gib mir mal Gold. Ich will mich dann nochmal hier hinstellen und mich nochmal verkloppen lassen. Ah, das ist... Nee, das ist echt dämlich. So dämlich, dass ich es mit H schreiben würde. Na gut. Holen wir uns den mal zurück. Na komm, dich hier auch. Dann würde ich sagen, machen wir das erstmal nur... Oder belassen wir es nur mal bei einem Farmer. Und machen den Rest mal zu Bogenschützen. Ja, ist ein bisschen Verschwendung, das Feld links, aber... Wenn es nun mal nicht anders geht, dann... Tja, tut es mir auch leid, aber dann... Was will ich denn groß machen, ne? Ja, okay. Haben wir jetzt noch... Ah ja, hier haben wir natürlich noch ein ganzes Bündel Obdach... Aha, Freunde? Achso, die haben ja auch kein Katapult mehr, ne? Oder die bleiben da draußen, wenn hier das Wappen ist. Keine Ahnung. Wieder, die zwei laufen auch wieder weg. Na, ganz klasse. Drei laufen weg. Haben wir überhaupt noch Bauarbeiter? Ja. Zwei Stück haben wir noch. Und der eine Sensenmann ist jetzt hier. Willst du mich verarschen? Warum ist der jetzt hier hingegangen? Ach, Kingdom, das ist doch nicht dein Ernst. Ich dachte, er ist hier drüben. Ja, tschüss, ihr beiden, ne? Oder ihr drei. Nö, hier ist keiner. Willst du mich verarschen? Oh nein. Das heißt, wir müssen uns maximal alle zwei Tage einen neuen Farmer holen. Ernsthaft, ist das so, wie es sein soll? Na was denn, denkst du, kriegst Geld von mir, weil du hier so rumbettelst, hä? Außerdem brauchen wir ein neues Katapult, was wir uns einfach nicht leisten können, weil hier so ein paar Deppen... Hier, oder? Nee. Achso, das hier steht noch. Okay, dann ist es ja schon mal ein Stück besser. Aber auf der Seite brauchen wir, wie gesagt, unbedingt ein neues Katapult. Und die ganzen Bogenschützen sind halt auch mit draufgegangen. Naja. Naja. Und ich glaube, ohne den Goldesel, ohne den wären wir lange verreckt. Also, auch in jeglichen Durchgängen. Ich weiß nicht, wie wir das ohne den hätten schaffen sollen. Jetzt kommt der Nebel des Krieges. Kein gutes Zeichen für diese Nacht. Im Nebel können sie sich anschleichen. Können sie uns überraschen. Doch wir werden vorbereitet sein. Gibt es eine Kunde? Nö. Oder drüben ist gerade ein Angriff. So, es war schön mit dir, Farmer. Das Feld hättest du ja wenigstens fertig machen können. Ich glaube, wir brauchen zwei Tage dafür. Naja. Mhm. Und hier, was ist hier los? Auch nix. Oder? Oder? Nö. Ah, das war auf dem anderen besser. Da wurde man nur von einer Seite angegriffen. Also wenn wir hier sterben, machen wir nochmal einen Durchlauf, indem wir da... Ja, und da wurde... Ratet mal, wessen Gold da hinten gerade mitgenommen wurde. Das würde ich ja sehr gerne wissen. Ich glaube, ich kann es mir sogar denken. So, na komm, ciao. Tschüss. Also das ist echt kacke. Dass die Farmer hier andauernd sterben, das... Nee, das ist so beschissen, also... Wie willst du dein Geld verdienen? Da kosten die ja mehr, als die bringen. Toll, Tag 11, danke. Nee, 21, Entschuldigung. Wie viel hatten wir letztens? Tag 30, ne? Ja, du haust ab. Dafür reicht es auf keinen Fall mehr. Ich rekrutiere jetzt einfach noch zwei Leute. Und zwar einmal dich. Und einmal dich. Ja. Oder ich hätte beide Male da vorne den rekrutiert. Also beide vorderen. Weil der hintere hätte ja noch ein Stück länger weglaufen können. Aber
Ich glaube, das ist sowieso egal.